heute machen wir die Muffins. Und zwar brauchen wir 3 Eier. Und jetzt brauchen wir 100 Gramm Zucker. Und jetzt rühren wir das Ganze. 25 Gramm Butter hinein. So. Und jetzt geben wir hundert Gramm Schokolade. So. Und jetzt 100 Milliliter Milch. Und jetzt verrührt. Und jetzt geben wir das da hinein, was wir dann gemacht haben. So, wir verrühren das mal. So. Jetzt geben wir, da habe ich jetzt Mehl gegeben. Jetzt geben wir da Kakao rein. Und dann geben wir Backpulver. So, und wir sehen uns, wenn ich das Ganze mal mache. Jetzt geben wir hier einen Löffel Salz. So, Löffel Salz. Und jetzt machen wir das da hinein. Und jetzt sehen wir uns, wenn ich das Ganze mal verrühre. Jetzt habe ich das Ganze mal umgerührt und jetzt geben wir Schokoladen-Dinge da rein. So. Und jetzt rühren. So, jetzt habe ich das Ganze mal mit verschiedenen Muffins-Dinge gemacht und jetzt also, wir sehen uns, wenn ich das Ganze, diese Schokolade da reingebe. Okay, jetzt habe ich das Ganze mal da drin gegeben. Da habe ich alles Nutella gegeben. Nur da habe ich nicht. Jetzt gebe ich da Nutella so. So. Und jetzt geben wir das nochmal da rein, damit es von innen nach Nutella ausschaut. So, jetzt gebe ich das in den Backofen. So, jetzt machen wir das zu. So schaut das jetzt so aus. Ich habe das jetzt von der, wie heißt das nochmal, habe ich vergessen.
von da. Okay, egal. Ihr habt das jetzt rausgenommen. Und so schaut das Ganze aus. Und jetzt kommt noch eine Überraschung. Aber stopp. So, jetzt geben wir ein bisschen Schokolade drauf. Ein bisschen, also nur da oben. Nicht da unten. So. Muss man nur da oben sein. So, okay. Muss man ein bisschen ran. Okay. So, geben wir das. Wir machen Stopp. Wir sehen uns, wenn ich das Ganze mit Schokolade befestige. Jetzt geben wir das Ganze in den Freeze. Das ist ein bisschen befestigt. So eine Minute oder eine halbe Stunde. Und es kommt noch eine Überraschung. So, jetzt nehmen wir das von dem Freeze. So, jetzt ist es schon gefragt und jetzt kommt die Überraschung. Und das ist die Überraschung. Da habe ich geschrieben, 3B, 3B und da habe ich liebe Renate, liebe 3B. Das ist alles für euch und das ist ein Konfetti und ein Herz. Und da habe ich geschrieben für 3B und ich vermisse euch alle. Ciao!